Das hier ist die MetaQuest 2. Jetzt wundert ihr euch wahrscheinlich, warum hat er die denn jetzt nochmal ausgepackt? Ja, es sieht so aus, als wenn so langsam die Zeit kommt, wo das Ende der Quest 2 eingeläutet wird. Warum das so ist, zeige ich euch in diesem Video. Mein Name ist Thomas und ihr schaut voodoo.de VR. Danke an meine Sponsoren Woodloss VR, Opperman Events und Virtual Escape. Viel Spaß mit dem Video und los geht's! voodoo.de. Tja, Leute, die MetaQuest 2. Lange habe ich sie benutzt. Viele von uns haben sie lang benutzt. Nutzen sie immer noch. Funktioniert ja auch alles noch, ne? Oder? Nein! Der Zeitpunkt ist schon da, Leute. Ich habe vor einiger Zeit mal ein Video gemacht, wo ich so ungefähr voraus gesagt habe, wann die Quest 2 nicht mehr am Start ist. Und ja, das war dann doch tatsächlich ein bisschen später, als ich jetzt dachte. Denn es ist der Zeitpunkt da, dass das erste Spiel nicht mehr auf der Quest 2 läuft. Ja, wir haben jetzt gerade mal Anfang 2024 und es ist schon soweit. Von welchem Spiel spreche ich? Die meisten werden vielleicht schon wissen oder zumindest schon mal von dem Spiel gehört haben. Das habe ich nämlich vor gar nicht langer Zeit gezeigt. Und zwar rede ich von Townsman VR. Das ist gerade für mich so dramatisch, weil ich dieses Spiel liebe. Ja, ich finde das total geil. Das macht unfassbar Bock. Stichwort Black and White in VR. So eine Göttersimulation. Oder manche sagen auch Populous in VR. Ja, das kommt auch gut hin. Und für mich war es eins oder das beste VR-Spiel 2024 bisher. Gut, das Jahr ist noch nicht alt, aber ich habe es ja vorher schon geliebt. Es gab ja schon die PC-VR-Version, die ich gezeigt habe. Ich finde es richtig geil. Und deswegen, Townsman VR, ihr müsst mal auf die Shop-Seite gehen. Geht mal entweder auf eurer App oder auf dem PC oder so. Geht mal auf meta.com und sucht mal nach Townsman VR. Ja? Und dann schaut mal, was unter der Kompatibilität steht. MetaQuest 3. Ja, nur MetaQuest 3. Da steht nicht MetaQuest 1, ja sowieso nicht mehr. Das ist ja schon seit Ewigkeiten tot. Aber da steht auch nicht mehr die MetaQuest 2. So, jetzt habe ich gedacht, da kommt, das ist vielleicht nur ein Fehler oder irgendwas. Ja, das wird schon funktionieren. Ich habe das Spiel ja quasi in meiner Bibliothek. Auf der Quest 3 habe ich ja schon gezeigt, habt ihr gesehen. Dann habe ich gedacht, komm, Quest 2 ausgepackt, ne, schön in den Store, in die Bibliothek gegangen. Und ja, das steht zwar da als gekauft, auch wenn ich es auf der MetaQuest 2 auf die Shop-Seite gehe. Und der Button für installieren ist aber nicht quasi hellblau hinterlegt. Du kannst da nicht drauf drücken. Du kannst das nicht mit der Quest 2 spielen. Und das ist der erste Zeitpunkt jetzt, wo ich sage, okay, das wird jetzt der erste Entwickler, das war jetzt der erste Entwickler, der sagt, okay, die Begründung ist, das wäre zu aufwendig, das auf die Quest 2 zu porten. Gut, ich bin kein Entwickler, ich kann das nicht beurteilen. Vielleicht kann ein Entwickler mal dazu was schreiben, ob das stimmt. Ist das aufwendig, von der Quest 3 auf die Quest 2 zu porten? Würde mich interessieren. Aber ich finde es schon krass, dass er das dann sagt, obwohl ja, er weiß ja, dass viele Leute auch die MetaQuest 2 noch haben. Viele, viele Leute. Wir haben die Steam... Steam-Statistiken in den letzten Weekly News gesehen. Ja, und da ist noch ein großer, riesiger Anteil MetaQuest 2. Und deswegen finde ich es gerade noch so krass, dass er dann, der Entwickler sagt, okay, wir machen trotzdem nur für die Quest 3. Schade, weil viele hätten es gerne hier drauf gezockt. Jetzt sagen die Leute natürlich, ja, was erzählst du denn für einen Quatsch? Ich habe ja Townsman VR schon auf der Quest 1 gezockt. Ja, ihr könnt Townsman VR nach wie vor auf der Quest 1, Quest 2 und Quest 3 zocken, aber nur die PC-Version. Das heißt, ihr braucht einen PC. Ja, das muss entweder Wireless, Airlink oder mit Kabel an PC angeschlossen werden. Dann könnt ihr sogar noch auf der Quest 1 zocken. Aber in diesem Video geht es ja halt um die Standalone-Version, also ohne PC irgendwas zocken. Ja, und das machen halt tatsächlich die meisten Leute immer noch. Also
überhaupt, ja, Standalone-Spiele mit der Quest 3 zocken. Gibt ja auch mittlerweile echt viele gute Standalone-Spiele. Und ja, es ist krass. Es ist wirklich krass und ich denke, das wird jetzt so der Wendepunkt sein, um Gottes Willen. Ich sage jetzt nicht, die Quest 2 ist jetzt tot. Also so weit sind wir noch nicht, aber das Ende ist jetzt eingeläutet, ja, meiner Meinung nach. Das langsame, vielleicht hoffentlich sehr langsame Sterben geht jetzt so langsam los. Da wird, weiß der Geier, wann jetzt der nächste Entwickler kommt, der wird sagen, ah, okay, na, nee, komm, sparen wir uns den Aufwand, jetzt kaufen eh mehr Leute dann die MetaQuest 3, machen wir dann nicht mehr. Das wird jetzt kommen, ja, es wird immer mehr Spiele geben, die das einfach nicht mehr machen, ja, die einfach nicht mehr die Quest 2 supporten. Dann kann man natürlich noch sagen, hoffen wir mal, dass es noch eine PC-VR-Version gibt, dann kannst du es trotzdem noch zocken, wenn du einen Gaming-PC hast. Aber wenn du jetzt sagst, okay, ich habe keinen Gaming-PC und ich bin darauf angewiesen, dass die Spiele auf der Quest 3 laufen, auf der Quest 2 laufen, dann wird es in den kommenden, also nicht Wochen, sage ich jetzt nicht, aber vielleicht so Monate, ja, so, dann wird es vielleicht das ein oder andere Spiel geben, was ihr gerne zocken wollt, auf der Quest 2 Standalone, aber es wird nicht mehr gehen, ja. Vielleicht sind jetzt ja schon einige Leute unter euch, die haben die MetaQuest 2 und haben keinen guten oder gar keinen Gaming-PC und wollten Townsman VR zocken und stehen jetzt da. Ja, das kann gut sein. Ja, und so sieht's aus. Das ist Fakt. Und ja, wenn mich jetzt jemand fragt, sollst du die Quest 2 noch kaufen? Ja, also ich rate definitiv euch, nehmt die MetaQuest 3, wenn ihr euch das leisten könnt. Ja, das ist definitiv wahr. Und wenn ihr euch es nicht leisten könnt, spart vielleicht noch ein bisschen, ja, kauft die MetaQuest 2 vielleicht ein bisschen später. Also die Quest 2, klar, wenn du so wie, ich sag mal, wenn du PC VR nur zockst, ist es sowieso Schnurz, da kannst du auch die Quest 1 noch nehmen. Aber trotzdem, ich würde mittlerweile sagen, auch wenn die Quest 2 natürlich jetzt viel günstiger ist, überlegt euch mal, ob ihr nicht doch wieder ein bisschen in die Zukunft investieren wollt und ein bisschen länger noch Spaß dran haben wollt. Ja? Überlegt es euch gut. Beide Links tue ich trotzdem in die Beschreibung, falls ihr euch dafür interessiert. Ja? Aber seid bisschen vorsichtig mit der Quest 2. Ja? Also ihr seht, jetzt ist es soweit. Das erste Spiel geht nicht mehr. Ja? Es ist soweit. So, genug geblubbert. Das wollte ich euch halt jetzt wirklich mal meine Meinung dazu oder den Fakt mal darlegen, dass es jetzt losging. Ja, ich habe damit viel später gerechnet, dass das erste Spiel kommt, was nicht mehr. Ich meine, Asgard's Wrath 2, ja, das neueste Spiel, das ist auch mit der Quest 2 kompatibel und so. Aber das jetzt nicht mehr. Es ging los früher, viel früher, als ich persönlich dachte. Und es werden, wie gesagt, mehr Spiele kommen, die nicht mehr hiermit laufen. Falls ihr euch für Gameplays interessiert zur Quest 3, da habe ich in den Infokarten jetzt eine Liste, könnt ihr euch ein paar coole Gameplays anschauen. Ja, und ansonsten hoffe ich, gebt mir einen Daumen nach oben und vor allem schreibt mal in die Kommentare, was denkt ihr denn jetzt darüber? Habt ihr vielleicht eine Quest 2? Wollt ihr Townsman VR zocken und habt ihr jetzt gemerkt, es geht nicht? Oder wie sieht es aus? Überlegt ihr es euch jetzt aufgrund der Tatsache, dass das erste Spiel nicht mehr auf der Quest 2 läuft, dass ihr diese Brille noch kauft? Hat das jetzt irgendeine Auswirkung auf euch? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, das würde mich mega interessieren. Vielleicht sagt ihr auch, das Spiel interessiert mich gar nicht, ich will eh nur Ballerei. Ja, ist ja auch legitim, ne? Also, Daumen nach oben, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.